Ja, wir hatten das Einsatzstichwort bekommen, brennt Fläche und mehrere Fahrzeuge. Dieses hat sich bei unserem Eintreffen nicht bestätigt. Es ist lediglich ein größerer Flächenbrand gewesen. Schwierigkeiten gibt es in der Fläche, durch dass der Wind die Funken auf mehrere Stellen verteilt hatte. Wir sind von einem großen Brandherd ausgegangen, den hatten wir auch schnell lokalisiert. Und der Wind hatte diese Glut halt auf diesem 3,5 Hektar großen Stück weiter verteilt. Wir haben als erstes 5 Tanklöschfahrzeuge eingesetzt, haben zur Unterstützung die Feuerwehr Harmsdorf, Giesensdorf und Kulpin dabei gehabt zum Aufbau der weiteren Wasserversorgung und bekämpfen den Großteil der Fläche nun mit Strahlrohren und dem Wasserwerfer. Das ist deutschlandweit der einzige und genau für solche Einsätze halten wir diesen auch vor, weil wir im Gewerbegebiet hier nur eine kleine Wasserversorgung haben und mit 9000 Litern Tankinhalt sind wir dann natürlich gut davor, gerade bei Flächenbränden. Wir haben die Feuerwehren Kulpin, Harmsdorf, Giesensdorf und Ratzeburg mit ca. 60 Mann vor Ort. Wir haben jetzt eben gerade eine Scheibenegge dazu bekommen und die Nachlöscharbeiten werden noch so 30 Minuten laufen.